Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Und ich sag's nochmal am Anfang für alle, die das bis jetzt nicht mitbekommen haben. Ich habe mir überlegt, dieses Let's Play, naja, ich will nicht sagen zu beenden, aber einen Abschluss zu finden. Und zwar mit Folge 40 wird das Ganze... anhalten. Mit Folge 40 werden wir an der Stelle einen Cut machen, wo auch immer wir uns bis dahin befinden. Ich glaube, das ist ein Spiel, was man halt ewig lange und ziemlich oft und ziemlich ausufernd spielen kann. Von daher muss ich da irgendwo mal so einen Cut machen. Ich habe mir überlegt, Folge 40 klingt dafür ganz gut. Ja. Ich hoffe, da ist jetzt keiner beleidigt. Schaltet ab. Aber alle gucken weiterhin zu. Wir landen da vorne mal und dann gucken wir uns als allererstes mal an, was wir jetzt heute in der Folge machen. Wie bei jedem guten Spiel, ich erinnere mich da an Skyrim, wird man halt wirklich überschüttet mit Möglichkeiten und Missionen vor allen Dingen. So, das können wir machen. Die Lebensform besuchen und dich auf der Sternkarte markieren. Die Lebensform in diesem System sollten Artemis Karte analysieren und deine Position genau bestimmen können. Weiß ich nicht genau, was das bedeutet. Die nächste Atlasstelle finden. Und hier gab es auch noch was. Genau, das Schildgitter bauen. Im Exo-Anzug. Absprungkapsel. Erkundungsanleitung, die kann man doch, glaube ich, wegklicken, oder nicht? Komisch. Ja gut, also gerade habe ich keinen Plan. Wir könnten natürlich nochmal nach unserer Goldstation gucken. Mit denen haben wir schon gesprochen. Ja. Das ist immer hilfreich, da hat man einfach ein bisschen mehr Zeit. Weil normalerweise liegen hier drei rum. Naja, gut. Missionen annehmen? Nee. Habe ich auch gerade keinen Nerv zu. Schildgitter bauen. Verbessere deinen Exo-Anzug, indem du ein Schildgitter baust. Wähle einen leeren Inventar-Technologieplatz aus. Mein Exo-Anzug hat nur keinen leeren Platz mehr. Das heißt, wir müssten vielleicht auch irgendwo einen dazu kaufen. Wir können ja noch mal gucken, ob wir den hier hinten kriegen. Also ich weiß, dass ich wahrscheinlich super langsam spiele und einfach alles irgendwie halbwegs falsch mache. Ich denke, dass man da ganze Handelsrouten und Handelsknotenpunkte einrichten kann, dass ich da einfach offensichtlich nicht in der Lage zu bin. Aber so ist das. Das ist mein Flugzeug, das ist das Exogerät, das ist der Exo-Anzugstypi. Kann ich nicht ein leeres Dings kaufen? Nee, oder? Es ist das hier. Und das war's. Das ist mehr als bedauerlich, junger Mann. Wirklich mehr als bedauerlich. Ach, wie ätzend. Gut, dann gehen wir nochmal rüber. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Okay, dann lass uns nochmal überlegen, dass wir vielleicht allein inmitten der Sterne weitermachen. Die Lebensform besuchen und dich auf der Sternenkarte markieren. Die Lebensformen in diesem System sollten Artemis-Karte analysieren und deine Position genau bestimmen können. Das ist wahrscheinlich falsch. Das ist seine Position. Ich weiß ja, wo ich bin. Also ich muss ja keine... Ich muss ja nicht gedingst werden, oder? So, hier sind wir, aber gerade auf der Raumstation. Oh, warte mal. Wir machen Folgendes. Wir gehen mal zu unserem Goldplaneten.
Große Außenposten entdeckt. Was? Kalibrieren. Finde eine Lebensform, um etwas über deinen Aufenthaltsort zu erfahren. Ist mir nicht ganz klar. Hier wird es jetzt angezeigt. Potenzielle Unterstützung nicht dieser Planet. Na dann reisen wir da mal hin. Wenn das in diesem System ist. So, einmal Platz machen bitte. Ja, und das... Oh, was ist das denn da? Weltraumanomalie. So. Ui, 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 ui. Uiuiui, ich bin aber... Ich fahre heute echt, als hätte ich gestern getrunken. Potenzielle Unterstützung auf Latte. Raumstation in der Nähe. Gut, dann werden wir mal ein bisschen weiter fliegen. Zacki, zacki. Undock-Vorgang eingeleitet. Was? Wie Undock-Vorgang? Ich will nicht andocken. Soll ich denn andocken? Hoppala. Okay, die standen jetzt einfach im Weg, deswegen ging es nicht. So, jetzt geht's. Dass man immer erst schimpfen muss. Anomalie entdeckt. What the heck ist das denn? Geheimer Horchposten. Eingehende Nachricht. Dieser Relaisposten scheint Holoterminus-Nachrichten im ganzen System zu übertragen. Mit der richtigen Frequenz könnte ich das Signal abhören. Hallo Freunde. Furf. Soll von Missen. Ja gut, so richtig verstanden habe ich jetzt nichts. Schade eigentlich auch. Oh, vorsichtig. Oh, wir geben nochmal zu. Oh, wir haben keinen Impulsantrieb mehr. Oh, da sollten wir vielleicht auch mal so ein Modul kaufen, dass sich das auch selber wieder auflädt, oder? Falls es sowas gibt, werde ich mir das mal besorgen müssen. Ich glaube, so kommen wir ja wirklich nicht an Impulsantrieb. Jetzt ist der leer. Okay, Schnellladung. Lade mit dem Element Technologie vollständig auf. Das will ich gar nicht. Stapelgröße ändern. Schnellteilen, Schnellteilen. Das Ding ist, ich brauche das Tritium hier. Ah, nee, warte mal, wir haben das alles schon. Stimmt, wir brauchen hier. Ach, das muss ich auch aufladen. Naja, gut. Okay. Vielleicht müssen wir uns auch noch um ein Tritiumabbaugebiet Bora kümmern. Uiuiuiui. Eieieiei. Ungefähre Position wird das sein. Ich denke mal, die meinen aber das hier. Dann fliegen wir mal auf dieses schicke Ding zu. Und land mal. Das wäre natürlich mega ärgerlich, wenn das jetzt wirklich da oben wäre. Nein, 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 das wird... Ja, genau, es wird hier sein. Bild da mal. Glück gehabt. Huiuiui. Hey, du da. Oh, mein Freund. Die Handelsregeln der GIG verbieten Transaktionen mit Wesen unbekannter Bonität. Der Wirrwarr von Artemis Übersetzer zeigt mir, dass ich bei den GIG noch keinen Eindruck hinterlassen habe. Ich muss meinen Rang verbessern. Was?
Deine Mutter, ernsthaft? Ich bin echt geschockt, weil ich habe meinen Rang schon mega krass verbessert. Wow, jetzt bin ich gerade echt frustriert. What the heck? Könnt ihr da mal gucken, auf die Missionstafel gucken? Ich habe schon richtig krass... Ich flipp aus. Ich flipp aus. Ich guck mal gerade in den Stream-Chat. Hallo, Blut-HD. Blut-THD. Multiplayer habe ich noch nicht gemacht, nein. Was bin ich genervt gerade? Echt, das ist ja verrückt. Ich habe denen schon super oft geholfen. Na gut, wir werden jetzt erstmal hier noch ein paar für Sirup. Sirup ist auch also wirklich was ganz Wichtiges. Protokoll, Anleitung, Kollege, Geg. Ansehen insgesamt 14. So, bitteschön. Wir haben 14er Ansehen. Also ich habe ja schon ein paar Missionen für euch gemacht. Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Finden 14 Ansehen, das sollte man schon mal irgendwie ein bisschen wertschätzen. Das ist der höchst errungene Orden, alles klar. Oh, mir fehlt noch ein Pirat, dann habe ich das hier auch. Und noch zwei Wächter, ich weiß gar nicht mehr, wo die Wächter waren. Ja, also jetzt bin ich tatsächlich echt geschockt. Gut, wir können jetzt hier noch ein paar Worte lernen. Ich meine, das ist ja nicht schlecht, aber... Dass ich jetzt nochmal zwei Missionen machen muss, ich meine... Gut, man könnte natürlich argumentieren, ich habe vielleicht das Spiel in der falschen Reihenfolge dann gespielt. Dunkel, oder? Kann man hier eigentlich... Bei irgendeinem konnte man doch Schiffe kaufen. Raumschiff rufen, nein. Entschuldigen Sie da. Können wir bei Ihnen ein Schiff kaufen? Das sieht doch sehr danach aus, oder? Mache ein Angebot für das Raumschiff der Lebensform. Lebensform zum Geschwader rekrutieren. Einen Handel anbieten. Gucken wir mal, was das so ist. Nö. Mache ein Angebot für... So, ultimative Entdeckung von... Preisverhandeln, Raumschiffinventare vergleichen. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht möglich. Also, nee. Da müsste ich die ja alle neu quasi, oder? Ich könnte es quasi kaufen und dann umbauen und dann... Mich würde mal eher interessieren, wie viele... Warte mal, das sind 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 7, 10, 13. Also wir bekämen zwei Plätze mehr. Naja, gut. Und bei der Fracht... Das jetzt rechnen. 7, 8, 9, 13 und 5 sind 18, 20, 23, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bringt jetzt auch nicht so richtig viel, ne? Wofür? Für Schadenspotenzial, Manövrierfähigkeit. Da hätte ich gedacht, da gibt es irgendwie mehr. Ich brauche größere. Hast du keine größeren? Warte mal,
mal, wir fragen noch mal, was ist denn das, wenn ich den hier die Lebensform zum Geschwader rekrutieren? Geschwaderpilot kann nicht rekrutiert werden, kein Frachter im Besitz. Okay, ich brauche einen Frachter. Ja, ich bin schockiert. Also das kann man ja nicht anders sagen jetzt. Ich bin echt schockiert. Raumschiff suchen wollen wir nicht. Beschädigten Computer können wir uns mal angucken. Da gibt es vielleicht was, was wir brauchen können. Mikroprozessor, warum nicht? Gut, das heißt, wir müssen zur Raumstation. Ja, das jetzt aber auch nicht. Da nochmal zwei Missionen annehmen, wobei wir haben doch Missionen, glaube ich, noch für die. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Das vielleicht nicht hier. Vielleicht ist das was für die Geek. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Was hatten wir hier noch? Meilensteine, Schild, Dings, bla bla. Natriumnitrat. Antimaterie brauchen wir. Aber das Wichtigste ist, wir haben keinen Platz dafür. Wir machen das. Wir fliegen zur Raumstation, von dort aus zum Goldplaneten. Was haben wir hier? Verlassenes Gebäude. Hier haben wir was? Kleinere Siedlung. Nö, 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 nö. Wir fliegen mal zur Raumstation. Ich bin echt frustriert jetzt. Mann, 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 Mann. Also wenn sie es an einem Wert festgemacht hätten, dann finde ich es ja okay. Aber, what the heck? Ja, beruhigt euch jetzt mal. Aber ich sag mal, einfach zu sagen, wir müssen jetzt nochmal zwei machen, finde ich jetzt nicht cool. So, kann man gegen die eigentlich fliegen? Nein, kann man auch nicht. Das ist schön zu wissen. War jetzt hier nicht... War das nicht hier mit dem Andocken? Nee. Ach, hier. Mhm. Auf der Rückseite natürlich. Das ist ja klar. Ja, bedauerlich. Mehr erfahren. Neuer Anleitungseintrag. Habe ich euch alle schon besucht? Ihr, was macht ihr hier? Ihr bewegt euch einfach irgendwo anders hin? Okay, na gut, mach mal. So, wir gucken mal, was er für Missionen hat. Kartograf. So, Bams, die haben wir jetzt einfach verkauft. Das war vielleicht blöd, aber so ist das nun mal. Exo-Anzugs-Upgrade-Karte, achso. Nee, 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 das ist schon okay so.
Die brauchten wir jetzt mal gerade nicht. Du bist der Gesandte. Was war denn nochmal mit dir los? Weggehen, ne? Der ist noch nicht unser Freund, obwohl wir unser Ansehen schon wirklich... Also, krass finde ich das. So. Hier gibt es Units, Anzugs, Upgrade, Naniten, exotische Kreaturen. Nicht genug Ansehen bei den Geek, okay. Das wäre aber Ansehen plus 2, Stufe 6, naja gut. 3 ist Attacke, planetare Verarbeitungsanlage überfallen, das könnte man machen. Mach ein Foto von der sumpfigen Welt, nein, furchtbar. 10 Kreaturen, 11 Kreaturen, machen wir mal das hier. Und das hier auch noch, das ist einfach eine mehr. So. Und die nehmen wir auch noch mit dazu. Ärgerlich, also. Haben wir mit dir schon gesprochen? Mit allen haben wir schon gesprochen. Gut, dann machen wir jetzt zum Abschluss dieser Folge tatsächlich einfach nur noch den Besuch beim Goldplaneten. Und ich würde mir fast mal denken, in der nächsten Folge könnten wir mal in ein ganz neues System reisen. Wir werden nochmal alle Sachen aufladen. Anzug, Tool und Raumschiff. Wir werden nochmal Gold verkaufen. Wing. Ja, ich würde das nämlich jetzt hier super gerne mal versuchen mit dieser Handelsrakete, die wir ja irgendwie gebaut haben. Jetzt 3 Folgen lang. Was? Zielkoordinaten erhalten? Gold, hervorragend. Lagerbehälter. So. Jetzt gehen wir nochmal zurück. So, und wenn wir hier stehen, auf diesem Stein hier, und diese Rakete mal. Warte mal, wie ging das nochmal? Kreatur und Fahrzeug rufen. Handelsrakete. Das sieht hübsch aus. Handelsrakete. Sieht ein bisschen komisch aus, aber naja. So, und jetzt werden wir einfach mal alles da reinpappen, was wir nicht mehr brauchen. So, Projektilmunition. Weißt du, wer braucht das? Ich meine, also wofür? Hier diese Geoden werden wir auch mal verkaufen. Was? Nicht genügend Strom. Wir brauchen mehr. Silber haben wir noch keins. Jetzt hätte ich fast das Silber auch noch mitverkauft. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd gelaufen, ne? Dass die Handelsrakete hier auf dem Stahlseil ist und auf dem Stromseil ist vielleicht ein bisschen wirklich blöd, aber naja, gut. So, Gegenstände für 600.000 verkaufen. Los geht's. Okay, ich sag mal so. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Da fliegt sie. Okay. Und wann kriegen wir jetzt unsere Kohle? Man weiß es nicht.
Aber auch schön. In dem Moment, wo ich starten drücke, fällt sie erstmal hin. Wie lustig ist das denn? Okay. Versuchen wir mal noch ein bisschen was einzulagern. Ich glaube, wir haben zu viel Krempel dabei. Was können wir denn einlagern? Vielleicht mal, ich weiß es alles nicht. Das ist alles hier so Kobalt, alles schön und gut, aber... Das fand ich jetzt echt lustig. So, warte mal, im Raumschiff haben wir auch noch so unfassbar viel. Ach, hier kommt zum Beispiel Silber, das können wir auch mal wegpacken. In den Lagerbehälter mal rein. Oder das hier vielleicht mal in den Lagerbehälter. Was auch immer das ist. Weiß auch irgendwie niemand. Goldklumpen hier. Den auch mal in den Lagerbehälter. Sternenschildbatterie. Tragbarer. Was weiß ich was. Energieschild, bla. Gold. Ach, guck mal. Das hätten wir gerade nochmal. Naja. Das hier können wir definitiv mal wegpacken. Navigationsdaten. Geborgenes Glas. Ich meine, sowas packen wir auch mal weg, wo wir nur, sagen wir mal, nur eins von haben. Instabiles Plasma. Es wäre halt gut zu wissen, was man damit überhaupt macht. Tritium-Hypercluster. Splitter aus purem kristallinem Tritium. Ah, okay. Da können wir quasi hier... Warte mal, können wir das doch mal da oben zupacken. So. Was ist das hier? Fetium. Weiß der Kuckuck. Das ist ein bisschen... Was war das denn jetzt? Hexabeere, die kommt mal hier hin. Das Gold kommt mal dahin, der Goldklumpen kommt mal dahin. Es sind halt auch manchmal Dinge, wo man einfach nicht genau weiß, was ist das? Und was kann das? Und warum überhaupt? Ja? Warum eigentlich überhaupt? Warum kann ich hier zum Beispiel auch nur auf das Anzuginventar zurückgreifen? Na, es sind einfach Fragen. Ich weiß ja auch nicht. Silikatpulver. Die geborgenen Daten brauchte man auch für irgendwas. Ich weiß es schon nicht mehr. Nun gut. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss für heute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt, was uns dann noch einfällt zu tun. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.